Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Letzten Sonntag fand bei mir zu Hause ein kleiner Potluck mit lieben Freunden statt. Potluck kommt ja aus dem Amerikanischen und bedeutet so viel wie Topfglück. Das bedeutet einfach, dass alle Gäste einen Teil zum bunten Buffet beitragen. In unserem Fall war es vegane Rohkost. In diesem Video seht ihr, welche rohköstlichen Speisen auf unserem Tischlein Decktisch standen. Das war wieder eine ganz tolle, bunte Vielfalt. Ich bin wieder mit der Kamera darüber gegangen und meine Freunde haben dann gesagt, was es ist und welche Zutaten darin enthalten sind. Ich freue mich immer über die Reichhaltigkeit und die bunte Vielfalt von Rohkost, was alles mit veganer Rohkost möglich ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr schon mal einen Teil des phänomenalen Rohkost-Potlucks. Sieht wieder sehr bunt und vielfältig aus. Das ist jetzt hier so der herzhafte Tisch. Das war jetzt mega. Die Quarkhäulchen? Vor allem Quarkhäulchen. Die gibt es bei der Oma am Wochenende. Aber wo sind die? Ich meine so unten Dinger, die Quarkini nicht am Stiel. Na, habt ihr die schon aufgegessen? Nö, da sind noch zwei. Musst du die Oma fragen. Wieso? Frag mal die Oma, ich filme hier gerade. Ach so. Mach mal die Tür zu, bitte. Fang am besten nochmal. Ich fange 45 Minuten später. Genau. Also hier haben wir wieder Sprossen, Boxhornklee, Linsen, dann Senfsprossen, also Senfgrünkraut, Rettichgrünkraut, Radieschengrünkraut, panierte Zwiebelringe, dann Leinsamencracker, so Lauch, die Lauch- und eine Zwiebelvariante. Dann wieder roh vegane Frikadellen mit etwas Senf, der ist vegan, aber nicht roh. Dann gibt es hier einen Pastinaken-Couscous mit Pastinaken, Paprika, Erbsen und Garam Masala, geschälte Hanf haben sie noch drin. Dann wieder das beliebte Scirocco Carotti, einfach nur Mungbohnensprossen, Lauch, Möhren und so ein Dressing aus geschälten Hanfsamen, Kokosmus, Curry, Kurkuma, Knoblauch, Datteln. Natürlich auch ein bisschen Würze, also Salz. Dann haben wir hier einfach Gemüsesticks, die man halt eben auch zu verschiedenen Dips, mal sehen, was heute euer Dips oder zu Salaten essen kann. Dann gibt es hier auch noch Sprossen, ich glaube das ist Brokkoli, Alfalfa und Rettich. Dann haben wir hier einen Salat. Ein Salat, das würde ich sagen, das Beste von Silke meets das Beste von Samu. Das eine ist deine eingelegten Champignons und Zwiebeln und Sojasauce, was du gemacht hast, als eine. Ja. Und das ist zusammen mit einem selbstgemachten, lebendigen Joghurt, der sozusagen noch lebt. Das Weißkohl, aber die beiden Sachen, also der Joghurt und dein Sojasauce mit dem Zeug zusammen mit dem Weißkohl, ist dann quasi die Kreation. Ich glaube, das war von dir, oder? So ein Dip? Genau, das ist ein Erdnussdip, Erdnussmus, Kokoswasser, Knoblauch, Ingwer, Tamari, Datteln, Limette, Salz. Alles hier schon perfekt aufgeschrieben. Sehr gut. Am besten, du fotografierst es ab, da muss ich nichts zu sagen. Okay, also und dann sind noch Cracker dazu, ne? So genau. Leinsamen. Genau, Leinsamen, Möhren, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Tamari. Okay. Hier unten ist eine große Portion Feldsalat. Immer schön grün dazu essen. Dann hier, das ist so eine Art Möhrensalat mit Lauch und da oben ist so ein Topping aus Avocado, Knoblauch, Kräutern. Dann haben wir hier so eine Mischung aus fermentierten Rotkohl, also Sauerkraut aus Rotkohl, Kresse, Lauch und Avocado. Dann haben wir wieder einen tollen, also Joachims tollen Salat, den du jetzt in Folge schon, dritte, vierte Mal, der immer gut ankommt, der sich auch gewünscht wurde, ausdrücklich. Tomate, Paprika, Mais. Richtig. Zucchini. Zucchini. Mhm. Und dann verschiedene Gewürze, also ein bisschen Gelbwurz, Oregano, Kräuter der Provence. Was habe ich noch dran? Ach, Curry. Ja, Curry ist ganz wichtig. Ach ja, und dann habe ich am Schluss noch Datteln zusammen mit Mandeln, so wie gemahlen, also relativ fein gemacht. Aber nicht matschig und das noch drunter gehoben, dass es noch ein bisschen mehr Süße kriegt und auch noch mehr, ein bisschen mehr sättigt. Und eine Zwiebel ist noch drin für die Gewürze. Ach, und Knoblauch auch. Okay. Ja, das müsste eigentlich sein. Eine sehr gute Mischung, passt bestimmt auch gut hier zu den Leinsamen-Crackern. Genau, mit Sonnenblumen, Zucchini, Möhrentrester, Pizzagewürz. Genau, und dazu halt noch so eine Hier ist auch noch was drin. Fanny, ist das von dir hier? Genau, das ist veganes Mett. Also es ist nicht 100% Rohkost, meistens Tomatenmark enthalten und Weißbrot. Genau, ansonsten noch Zwiebeln, ein bisschen Tamari.
Das ist hier so der süße Tisch, aber hier gibt es auch noch ein paar herzhafte Salate, weil wir gar nicht so viel Platz hatten drüben. Das ist was mit Brokkoli. Sulfura Farnburg. Ja. Mit rote Beete geraspelt, violetten Möhren, helle Möhren, zwei Spitzpaprika, schwarze und grüne Oliven sind in dem Dressing, getrocknete Tomaten, dann das Wildkräuterpulver von Lebenskraft Ponen, Stern zum Würzen, Saft eine Orange und Sole und Zwiebel und Knoblauch. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Sehr gemüsig, sehr schön. Dann haben wir noch eine süße Snickers-Torte. Genau. Mit Cashews, Kokosraspeln, Hanfsamen, Bergkornsirup, Tonkabohne, Erdnussmus, ein paar Mangos, Limetten, Datteln, Kakaopulver, Kokosmilch, Kakaomilch. Sieht sehr gut aus. Und hier haben wir auch noch einen Kuchen mit Goji-Bären. Aber Thomas weiß nicht, was er drin hat. Ah, okay. Gut. Das auf alle Fälle sieht lecker fruchtig aus. Das sind noch Bären aus dem Garten, so viel kann ich sagen. Ah, okay. Brombeeren. Dann haben wir auch eine ganz fantastische Torte mit Mohn und Äpfeln und eine Zitrone. Ja, genau, ohne Boden, ne? Mohnkuchen mit Banane und Äpfeln. Und oben drauf, das ist Apfelsaft mit Zitronensaft und mit Flohsamenschalen angedickt. So Art Gelee, genau. Ja, sieht fantastisch aus. Ja. Dann haben wir hier noch selbstgemachte Schokolade. Karob oder Kakao? Karob. Mit Johannisbeeren. Diesmal gefriergetrockneten Johannisbeeren und gefriergetrockneten Ananas. Und dann noch so Energiebällchen. Ich glaube, das ist so Granatapfelkerne drin. Genau, ne? Das ist Granatapfel, Zitronengras, Maracujas, Kokosraspeln, Limette, Jakonsirup, Cashews. Dann haben wir hier so gefüllte Datteln mit Erdnuss, also so eine Art gesunde Snickers-Variante. Erdnuss und selbstgemachte Schokolade und dann hier nochmal so eine Art Bounty einfach mit Kokosmus und auch Schokolade und Datteln. Hier gibt es auch nochmal selbstgemachte Schokolade, die dunklere ist eine Karob-Schokolade mit einer Mandelfüllung und dann gibt es noch eine Schokolade hier mit richtigen echten Kakaobohnen und Karob und dann ist noch Macadamia dabei, Maulbeeren und gibt es glaube ich auch noch ein bisschen was mit geschälten Hanfsamen. Dann gibt es hier noch einen herzhaften Salat. Oh, das ist ein asiatischer Gurkensalat mit Wahame, Algen, hohen Erdnüssen, Sesamsaat, genau. Ein bisschen scharf, also viel Ingwer dran und ein bisschen Peperoni. Okay. Jo. Dann haben wir hier noch was Süßes, ne? Diese genau, Rohkostcookies mit Hanfsamen, glutenfreien Haferflocken im Kürbiskern. Johannisbeeren, Ananas, Maracujas, Tonkabohnen, Datteln, Banane, Limette, Kakaolips. Okay, hier sind noch Energy Balls, oder Malte ist gerade in der Küche, also sind einfach Energy Balls. Da ist auf alle Fälle Kokos drin, das ist das, was ich sehen kann. Sag ich jetzt mal so. Dann ist hier Kohlrabi. Nein, das ist eine vietnamesische Frucht, die schmeckt ein bisschen wie eine Naschi-Birne. Ah, doch, die hatte Ming mal zum Potluck mit. Ja, ja. Das ist schon lange her. Oh, das ist lecker, ja. Dann sind hier noch regionale Äpfel, ne? Genau. Aus Thüringen. Und hier ist was Leckeres, Fruchtiges, Bärriges mit Bananen. Ein Obstsalat aus Orangen und Bananen und Paranüsse sind auch gut. Die Soße ist aus Wildreinigbär und Ananas. Schöne Fruchtbombe. Und hier ist noch was in diesem Glas. Sieht das aus völlig neutraler, ohne alles Joghurt. Ah. Also kein Zucker, kein gar nichts, nur Sojabohnen gekocht. Dann halt Milch draus gemacht und dann mit Leben. Oh, selbst gemacht. Ja. Toll. Okay. Genau, das war jetzt hier dieser süße bis herzhafte Tisch. Auch sehr tolle, selbstgemachte, rohvegane Köstlichkeiten. Die Rezepte einiger Zubereitungen für den Potluck findet ihr auch in meinen E-Books. Zum Beispiel die Leinsamencracker, die panierten Zwiebelringe und die Frikadellen in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Den Mungbohnen-Sprossensalat mit Möhren und der Hanf-Kokossoße findet ihr in meinem E-Book Sprossenzucht leicht gemacht. Ihr habt ja auch die Sprossen gesehen, Boxhornklee, Linsen, auch das Grünkraut aus Rettich, Radieschen und Senf. Die Anleitungen dafür findet ihr auch in meinem E-Book Sprossenzucht leicht gemacht. Dann gab es ja auch noch einen rohveganen Couscous-Salat mit Pastinake, Erbsen und Paprika und einem grünen Petersilie. Und dieses Rezept findet ihr in meinem E-Book Gesund Grün Essen. Den Link zu meinen E-Books findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar.
jetzt sind gerade noch roh vegane Zimtschnecken mit reingekommen, die werden auch ganz schnell alle. Kleiner Einblick in einen veganen Rohkost-Potluck. Es besteht ja auch die Möglichkeit, an größeren Rohkost-Potlucks teilzunehmen. Im Agrapark im Süden von Leipzig findet jeden Monat ein Potluck statt. Ich schätze, dass ich im April, Anfang April, auch wieder an einem großen öffentlichen Potluck teilnehmen werde. Alle Interessierten sind natürlich herzlich willkommen. Ihr könnt mich auch anschreiben über meine E-Mail, die findet ihr unter diesem Video und könnt nach dem Termin im März oder April fragen. Ich freue mich jetzt natürlich auch über euer Feedback zu diesen verschiedenen rohköstlichen Speisen. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.